10 Sekunden. Nach 2,5 Jahren ist Radio Störfunk auf Sendung. Und jetzt kommt die Aga, die wohl nämlich den Namen Radio Störfunk gegeben hat und erzählt uns ein bisschen was. Okay, das ist jetzt keine technische Versuchssendung mehr, sondern es wird richtig ernst. Radio Störfunk tritt in euer Leben. Also, es ist ja schon gesagt, ich habe mir den Namen ausgedacht und weil ich nicht so viel über das Radio selber sagen kann, sage ich eben jetzt was über den Namen. Der Name besteht aus 3 Teilen, Stören, Hören und Funken. Und die Verbindung von den 3 Komponenten zusammen ergibt nämlich einen total wichtigen Prozess. Radio Störfunk ist also Hören, gestört sein, stören und gehört werden. Und es beginnt damit, dass ich zuerst mal höre, was um mich herum los ist, dass ich zuhöre und hinhöre. Und wenn mir nicht gefällt, was ich zu hören bekomme, dass ich da nicht einfach weghöre, sondern dass ich mich dran störe. Und wenn mich was stört, dann bedeutet es immer, dass mich was hindert und dass ich so was nicht hinnehmen will oder ertragen kann. Und weil ich dann natürlich auch was ändern will, werde ich aktiv. Das heißt, ich muss anfangen, selbst zu stören, andere zwingen, sich auch mit mir auseinanderzusetzen. Und das alles zusammen ist dann Radio Störfunk. Die Möglichkeit zu haben, was zu erreichen, weil man mit dem Radio Zuhörer und Zuhörerinnen erreicht. Also wenn euch was stört und wenn eure Kritik auch gehört werden soll, dann kommt einfach und setzt euch ans Mikro. Also, der Traum ist wahr geworden. Wir sitzen jetzt hier zu dritt im Studio, neben mir sitzt die Birgit, gegenüber von mir der Ali. Draußen ist eine super Stimmung, das sind so um die 100 Leute, wo da feiern auf der langen Straße, weil es keiner so richtig glauben kann eigentlich. Und jetzt fragen wir mal die Birgit hier, die wo ja auch schon so gut wie vom Anfang an dabei ist, was sie so meint. Störfunk on Air, wir haben jahrelang über diesen Traum eigentlich geredet, alle haben uns für verrückt erklärt, jetzt ist es soweit, heute ist Sendestart und es ist einfach total toll, wie viele Leute hier sind in der langen Straße. Vielleicht ist so 2 Wochen so. Wann wurde denn die Idee, ein freies Radio zu machen, geboren? Ja, die Idee als solche fing an, irgendwie zu keimen, 1991 beim Kongress in Freiburg. Da war ein Kongress zu Medien der Gegenöffentlichkeit, bundesweit, sehr viele Leute. Und da hat man auch überlegt, wie man in Baden-Württemberg die Rundfunklandschaft etwas aufmischen könnte. Das hat eine Weile geruht und Ende 92, Herbst 92, haben wir begonnen mit Leuten aus Dreieckland, Radio Dreieckland, die erste Infoveranstaltung in Hall durchzuziehen und zu prüfen, gibt es Leute, die Lust haben, ein Radio zu gründen, gibt es Leute, die Interesse haben, den langen Weg, der vor uns war, mitzugehen. Also ich sag's klar, ohne Club Alpha gäbe es dieses Radio heute nicht. Club Alpha hat damals die Mitgliederversammlung mir den Auftrag gegeben, bei der Landesanstalt für Kommunikation den ersten Lizenzantrag zu stellen, im Auftrag einer Initiative, die zu gründen ist. Pionierarbeit, und der Club hat gesagt, wir machen das nicht für uns, wir machen das auf, und deswegen ist ein neuer e.V. daraus entstanden. Wir sind keine Feen, wir sind keine Lottogesellschaft und wir sind auch kein Politiker, noch nicht. Deshalb können wir auch keine Wünsche erfüllen. Und der Nikolaus sind wir auch nicht. Und außerdem, wem es nicht passt, der sollte jetzt schleunigst auf RTL umschalten, weil RTL passt immer. Und das war aber Material. Die Tier.
Lob gibt es für die Frauen-Lesben-Redaktion und die iranische Redaktion in Hall. Das Radio-Störfunk-Programm. Sprengstoff für Hohenlohe Franken. Das ist für uns ein politischer Erfolg. Persönlich macht es einfach Laune, hier zu sein. Gutes Essen, gutes Trinken, nette Leute und Spaß dabei. Was interessiert dich noch? Prima Live-Übertragung. Super Schalmeier Kapelle. Klasse Band. Kinderwand. Wann ist der Förderverein gegründet worden? Ja, wie gesagt, er wurde im Herbst 94 gegründet. Das ging dann ziemlich flott weiter mit der Gründung, dass eben auch Arbeitsgruppen gebildet wurden, die sich zum Beispiel um Programm oder um den Lizenzantrag oder um Öffentlichkeitsarbeit kümmerten. Wir hatten dann immer wieder in loser Folge Plänen, wo die ganze Gruppe zusammen war. Und von dort aus wurde weiter geplant. Schwierigkeit war, hier Räume zu kriegen in Schwäbisch Hall. Die Stadt hat sich teilweise mitbemüht, konnte nichts anbieten. Aber letztendlich, nach einigen Verhandlungen, kam man auf diese Idee, dass dieses Haus oder das Unterstockwerk in der Lange Straße 13 in Hall leer steht, dass man da eigentlich eine neue Nutzung machen kann. Und Vermieter ist hier die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwäbisch Hall, die GWG. Bekamen wir dann irgendwann den Mietvertrag. Also dann hatten wir Räume, aber leider waren die noch nicht benutzbar und mussten umgebaut werden. Und das war, denke ich, eine gute Form der Zusammenarbeit zwischen einer freien Initiative und einem städtischen Unternehmen. Die LFK hat uns ständig verwirrt. Also wir bekamen alle paar Wochen neue Meldungen von ihr habt eine Aussicht, ihr habt keine Aussicht, für Hall gibt es eine Frequenz, für Hall gibt es vielleicht doch keine Frequenz, bis euer Antrag ist nicht genehmigungsfähig und plötzlich die Meldung, euer Antrag wird vorrangig behandelt, weil er sehr gut ist und weil man dort was machen kann in Schwäbisch Hall. Also wir sind dann auch letztendlich das Radio gewesen, das am schnellsten lizenziert wurde, wir und Freudenstadt. Was war das für ein Gefühl vor 3 Jahren? Um 17 Uhr, als das Ding auf den Äther gegangen ist, war das irgendwie so? Ja, ich wiederhole die Worte von damals, wurde ich auch im Studio befragt und ich sagte dann, ich bin aufgeregt wie vom ersten Kuss, ich konnte es nicht fassen, dass es tatsächlich zustande kam. Das war ein Riesendruck, der sich da gelöst hatte. Es war eine euphorische, tolle Stimmung und ich habe auch bestimmte Musikstücke, die nicht unbedingt mein Musikstil sind, aber die ich heute immer noch gerne höre, weil ich sie in Verbindung bringe. Mit der Gründungsphase von Störfunk, da gehört so Teile dazu, was ihr Sauerwald dann hört, und auch von dann oder Söllner oder Scherben, die hier dann wirklich am Dauer liefen, um das ganze Studio überhaupt einzupegeln. Antifa Hohenlohe im dritten Weltladen, im AK Politbüro des Club Alphas. Dann gibt es auch mehrere Mitveranstalter, die an dem heutigen Tag auch mitgewirkt haben. Der Anteil ist sehr hoch, also da hat sich ja schon eine Veränderung getan, das meine ich jetzt mehr oder weniger, was ja auch das Medium Radio und die Selbstverwaltung im Radio verändert oder anders macht. Also programminhaltlich hat sich da sicher einiges getan, also am Anfang waren ja viel mehr Wort. Sendungen und viel weniger Musiksendungen.
kulturellen Beitrag hier auf der Langen Straße mit Schülerinnen der Dramschule Laco Ai. Habe ich es jetzt falsch gesagt, nochmal? Also, viel Spaß dabei. Kulturellen Highlight heute Abend. Der Barry von der iranischen Redaktion wird uns mit seiner Trommel orientalische Musik bringen. Thank you.
We'll be right back.